Willkommen zurück zu Final Fantasy X. So, wir wollten uns hier jetzt noch ein bisschen umgucken, bevor wir mit dem Schnur losreißen. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Denn da bin ich ja ein bisschen eilig abgehauen. So, mit euch allen habe ich nämlich noch nicht gesprochen. Hey, willkommen. Die letzte Gelegenheit einzukaufen. Ja, schon wieder ein Shop. Schauen wir mal, was der hat. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einer, wo ich sage, ja, das will ich. Aber wenn das so weitergeht, eher nicht. Vielen Dank, hey. Ich glaube, itemstechnisch haben die immer das Gleiche. Ich gucke lieber nochmal. Ja, der ist sogar teurer wie Waka. Okay, wusste ich gar nicht mehr. Vielen Dank, hey. Der behält anscheinend seine Itempreise. Das finde ich schön. Sehr gefährlich in der Nähe von Schnur. Plattgewalzt willst du werden? Nur eigentlich nicht. Ah, ist ein tolles Tier, oder? Kann ich mit ihm reden? Ah, schönes Viech. In der Nähe soll ein Albed gesichtet worden sein. Nicht leichtsinnig werden. Sei stets auf der Hut. Na klar. Kaufen? Also wenn du so Gespräche sprichst, dann machst du wahrscheinlich nicht so ein großes Geschäft, aber okay. Schauen wir mal. Vielleicht kaufe ich dir ja was ab. Nein. Vielleicht auch nicht. Danke sehr. Ja, danke für nichts, ne? Diese Machina soll gegen die Leitsätze verstoßen. Rede keinen Unsinn. Ich habe gerade ein seltsames Hintergrundgeräusch gehört, deswegen war ich kurz verstummt. Ja, interessante Machina, ne? Tja, wie wird das eigentlich genau definiert? Was verstößt denn gegen die Leitsätze und was nicht? Naja, so genau weiß man das wohl nicht mehr. Gut, auf jeden Fall kann ich hier nichts machen. Kann ich da hinten durch mal? Vielleicht liegt da ja noch irgendwo ein Lexikon. Ach, ich habe schon Dutzende Lexikas übersehen. Okay, wir müssen mit dem blauen Knilch reden. Sieht auch ziemlich trollig aus, wenn wir mit dem Schnu fahren wollen, aber das wollen wir ja noch nicht, deswegen... 10 years ago. Ah, a history lesson? Jack saw his first Shoopuff here. Surprised, he drew his blade and struck it. Why? He was drunk. Thought it was a fiend. Oh, brother. We offered all the money we had as an apology. Jekt never drank again. But it would seem that Shoopuff still works here. Ja, immerhin hat er nicht lebensgefährlich verletzt, wie man sieht. Aber interessante Geschichte. Seitdem hat er nie wieder getrunken. Interessant, interessant. Die Fahrt mit dem Schnu kostet nichts. Sie wird vom Orden finanziert. Cool, dann können wir immer hin und her fahren. Oh, ist das schön. Irgendwann werden sie dann wegen uns Sonderpreise machen. So, da wollte ich eigentlich nicht hin. Tschüss. So. Du, hübsche Frau. Hallöchen, Süßer, du hast viel Glück. Wir haben Sonderangebote ohne Ende. Ich kann dir einen Batzen Rabatt geben. Oh Mann, die ist genau das Gegenteil von der anderen drüben. So, mal gucken. Vielleicht kauft man so einem netten Geschöpf eher was ab. Der Todesschlag. Verdammt teuer. Aber... mit der Chance, dass der Gegner sofort stirbt. Oh, das macht mich schon ein bisschen an. Muss ich sagen. Es kostet zwar echt viel, aber... so ein Todesschlag, ne? Aber andererseits, wenn ich da meine Charaktere durchgehen will, ich habe jetzt schon Probleme. Muss ich mal da aufpassen mit Walkers Stein und so. Und ehrlich gesagt, ist schon ziemlich teuer. Hm? Das gleiche jetzt auch nochmal mit dem Giftschlag. Okay, das ist jetzt nicht so verführerisch. Das auch nicht. Durchschlag, Strom... Nee, doch nicht für Kimari. Kimari, da haben sie wirklich... den haben sie sehr zweigleisig gefahren. Das merkt man immer wieder, dass der auch hier zauberoffensiv werden könnte. Oh, du verlässt mich schon. Komm bald wieder. Aber sicher doch. Would you like to hear a bit about the wondrous Shoopuff? Na klar. Very well. There are many things we do not know about the Shoopuff.
It eats nothing. The water it sucks through its schnoz somehow supports its considerable size. Some theorize it eats teeny-weeny waterborne organisms. And that, as they say, is that. Ach, das war's schon, okay. Nette Geschichte. Eine Schnurgondel ist ziemlich klein. Es dauert immer, bis man mitfahren kann. Aber ein Medium hat natürlich Priorität. Es muss ja auch schnell nach seiner Kant. Natürlich, wir sind schließlich wichtig. Und ich glaube, du bist auch wichtig. Nach dem Turnier von Luca wollte ich gleich zurück nach Bevel. Doch die Bürgerwehr hatte die Straße abgeriegelt und ich saß fest. Aha. Kann ich dich rekrutieren? Nö, kann ich nicht. Dann habe ich dich wohl mit jemandem verwechselt. Tut mir leid. Willkommen, verehrter Herr. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Wenn Sie bei uns einkaufen, sind Sie alle Probleme los. Ach ja, bin ich mal gespannt. So, hier hätten wir den Wissensdurst. Nee, das ist doch Schwachsinn. Angriff. Nein. Nehmt mit eurem Angriff plus 5%. Das ist mir zu billig. Nee, Mann. Weißt du, ein Blindschlag? Blindschlag ist eigentlich was Tolles. Gegner blind machen, weniger Schaden kassieren. Ist eigentlich mehr wert wie so ein Erstschlag, den ich eh kaum benutze. Komm, das holen wir uns. Endlich kann ich mal was kaufen hier. So. Okay. Wählen Sie mich bald wieder. Ach, schaut mal das Bild da mit dem Schnu. Das sind so schöne Sachen, die fallen jetzt erst bei der HD-Version so richtig auf. Natürlich gab es es vorher auch schon, klar. Aber ich weiß nicht, das kleine Bilder ließ und so, das ist echt schön. Das gefällt mir. So, ihr beiden. Let the driver know when you're ready. Ja, ich glaube, ich bin jetzt auch fertig, wenn ich es mir recht überlege. Oder muss ich euch mit Kreis andrücken? Nee. Okay, sie ist es nicht. Dann muss es im nächsten Ort kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Gut. Es ist soweit. Wir dürfen endlich auf das Gefährt, auf das Getier, was auch immer. Ride the Shoopuff? Oh, und ich liebe seine Stimme irgendwie. Los geht's. All aboard! Er ist geil. Ich will so einen haben. Los geht's. Shoopuff launching. So, unsere Reise geht weiter. Weg aus dem Moonflow. Beziehungsweise immer noch das Moonflow, nur das Nordufer. Ja, auch gut. Oh, muss das schön sein. Huh? Take a look. What? Whoa! A sunken city. A Machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon. It decides which Machina we may use and which we may not. So what kind of Machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago,
Mankind waged war using machina to kill. They kept building more and more powerful machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their machina. The war ended, and our reward was Sin. So, Sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Albed screwing everything up. What could that be? Sit down. Sorry! The Albed! Und wir sind mitten in einem Bosskampf gegen eine Albed Machina mal wieder. Yuna scheint dort irgendwie drin gefangen zu sein. Das sieht strange aus. Scheint, hat sie so eine Schutzblase, damit sie atmen kann. Okay, und seltsame Lichtdinger hier an der Maschine. Mal schauen, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Unsere Ekstasen sind leider nicht voll. Natürlich können nur die beiden so lange unter Wasser bleiben. Blitzschaden schön und gut, aber haben die zwei nicht. Deswegen gucken wir mal, was wir so selbst ausrichten können. Mit den Techs, ich weiß nicht, eine Maschine, ob da das irgendwie Sinn macht, wahrscheinlich eher nicht, ne? Ja, da kommt schon die Immunität durch. Gut, dass man es nicht versteinern kann, dachte ich mir eh schon. So, schönerweise ist die Ekstase von Titus volle. Und die geht auch unter Wasser. Wenn man trifft. Ich glaube, ich habe es gerade noch geschafft, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Egal. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Schaden hat es auf jeden Fall gemacht. Okay. So, wie könnte ich den ärgern? Anpeilen. Schwarze Magie. Ach ja, Sub-Vita-Artwalker. Damit kann man MP stehlen, aber das bringt es jetzt auch nicht wirklich. Hatten wir vorhin nicht mal sowas bekommen? Ach nee, das wurde... Nee, das haben wir noch nicht. Okay. Yo, dann, ich probiere es jetzt einmal mit einem Status, aber ich könnte fast wetten, dass der gegen alles immun ist. So ein... Ja, ein Blindhieb wäre fast noch das Angenehmste. Ja, das war zu erwarten. So eine Maschine blind zu machen, ist vielleicht nicht so einfach. Zeithieb. Nee, Quatsch. Das ist Blödsinn. Ich könnte ihn aber mal beklauen. Na, super. Eine Potion. Das ist ein Boss, ey. Da will ich was Besseres. So, was machst du jetzt? Bereit für den Minenangriff. Okay. Kann ich mich dagegen irgendwie wehren? Soll ich mich jetzt besser verteidigen? Macht er das jetzt sofort in der nächsten Runde? Wahrscheinlich, ne? Ich werde mich lieber mal verteidigen. Wer weiß, wie viel Schaden das macht, wenn ich meinen Verteidigen-Befehl finden würde. Kann sich doch verteidigen. Moment. Man kann sich in FFC nicht verteidigen, das kann nicht sein. Ich kann nicht nach links. Rechts sind die Waffen, Rüstungwechsel, Türmen. Nö. Tech, Spezial, Schwarzmagie-Item. Okay, okay, dann habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Nicht schlimm, dann halt... Ja, weiter im Text. Alles drauf. Vielleicht können wir mit Titus noch irgendwas Besonderes machen. So, die Rumbafferei will ich jetzt nicht anfangen, das dauert nur viel zu lange. Benutzen. Bei Benutzen, ich habe noch eine Elektrokugel. Strom. Das haue ich mal rein.
Oh, schön. Sehr gut. Er nimmt Schaden und taucht unter. Dadurch, dass wir ihm jetzt so viel Schaden gemacht haben, hat er sich nochmal anders überlegt mit seinem Minenangriff. Das haben wir gut gemacht. So, und jetzt einfach Truff hier. Das war schön. So, ich denke, der ist bald Geschichte. Jetzt geht er wieder hoch. Gut, gut. Bereit für den Minenangriff. Oh, ich würde mal eher sagen, bereit zu sterben, hä? Mumba-Eis erhalten. Okay, müssen wir uns mal angucken. Are you hurt? No, I'm fine. Oh. Ah. Gah, those outbed. Is everybody okay? I'm sorry, we're all okay now. Yuna. Shupa, full speed ahead. Und die Reise geht weiter. Ja, was soll das nur mit den Albed? Damn the Albed! What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait, they're mad they lost the tournament. Oh wait, they're mad about Operation Mihen. I wonder, didn't Kamari's clansmen say something about summoners disappearing? So the Albed are behind that. Those sandblasted grease monkeys. Hey, Waka. It's no use complaining about the Albed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Ja, womit Titus natürlich auch mal wieder recht hat. Also manchmal hat er ja wirklich die richtigen Sprüche auf Lager. So, und wir haben endlich das Nordufer erreicht. Da wollen wir uns doch hier mal auch umschauen. Kimari Vale is guardian on Shupov. Kimari never fail again. Mhm, glaube ich dir. Das ist also Lady Yuna. Ah, verstehe. Ja, toll, ne? Nur durch die Anwesenheit eines Mediums scheint... ihr wurdet von Albed überfallen, seid ihr auch wirklich nicht verletzt? Der ehrwürdige Praska kann stolz auf seine Tochter sein. Wie wäre es, wenn ihr Sir Praska mal in Cordus Alarm besucht? Der ehrwürdige Praska kann stolz auf seine Tochter sein. Wie wäre... Okay, das reicht jetzt. Arme Yuna. Wie wieder die Menge auf sie ist, aber naja. Might be more Albed. Keep watch, ja? Ja, ja, ja. Looks like we're stuck here for a while. Doch, warum nicht? Hier sieht's doch relativ gemütlich aus, hm? Das Nordufer. So. Einkaufsmöglichkeiten scheint es hier nicht so große zu geben. Hm, oder vielleicht eben doch. Ihr habt eine Machina, der Albed zerstört? Sehr gut. Seid gesegnet von Yevon. Wir müssen die Wachen verstärken, damit die Albed nicht hier herumlungern. Mach das. Und ich glaube, ich sehe hier ein Buch. Jawohl, endlich habe ich mal eins gefunden. Gut, so. Kann ich da drauf? Ein bisschen Karussell fahren? Nein, anscheinend nicht. Okay.
Okay. Schlafen tut der Schnu. Warten wollt ihr, bis er erwacht? Der schläft. Der hat doch die Augen auf. Sieht ja knuffelig aus. I'll Walker at your service. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt was Neues hat, aber... die Items hier wirklich am billigsten. Das muss man ihm ja lassen. Das macht ihn sympathisch. Aber gut, wir haben ja auch jede Menge Geld in den Rachen gesteckt. Eigentlich für sein Kapital gesorgt. Er müsste uns eigentlich die Sachen kostenlos geben. Jawohl. Ich hatte mich gewundert, warum auf dieser Seite des Flusses keine Halsabschneider sind. Aber ehe ich das sah, hatte ich von dem Typen da schon tonnenweise Zeug gekauft. Nicht gut. Sollte man aufpassen. Guard Yuna. Ja, später. Nach 5 Jahren endlich sah ich meine Tochter, die mir vor Sinn genommen wurde, wieder. Ich muss schon sagen, ein wundersamer Ort, dieses Quartus Alarm. Aha, jetzt macht ihr mich aber neugierig. Quartus Alarm. Gut, wir haben mit dran gesprochen. Weiter geht's. Yuna ist ja immer noch mit ihren Fans beschäftigt, sozusagen. Ja. Quartus Alarm ist ganz in der Nähe. Doch auf dem Weg sind viele Monster. Ich gebe euch den Rat, gut gewappnet zu sein, bevor ihr aufbrecht. Ich werde den Pilgern, die den Tempel von Quartus Alarm besuchen, Geleit gewähren. Okay, dann komm mit. Lady Yuna scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Egal. Das große Erbe des Vaters und zudem vom Volk geliebt. Geradezu perfekt. Jo. Ich muss jetzt entscheiden, ob ich mich bei der Bürgerwehr weitermache oder nicht. Ich wollte die Sache immer bis und mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist. So. Und ich glaube, die ist gut. Die würde ich gerne rekrutieren. Ich vermisse aber immer noch eine. Ich habe gedacht, dass ich die auf dem anderen Ufer finde. Aber die, wo ich dachte, dass sie ist, die wollte ja nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall ist die frei. Die werden wir jetzt, mit der werden wir mal eine Woche in Vertrag kommen. Mal gucken, ob sie das wirklich ist. Bisher daraus haben bereits die maximale Anzahl von 8 Spielern. Jemand aus dem Team nehmen? Jo. Oh, Mist, wen habe ich denn? Dead und Lenny kann raus. Ja, Dead und Lenny. Machen wir mal Letty erst raus. So. Jo, willkommen im Team. Ich wusste gar nicht mehr, dass es so eine harte Begrenzung gibt mit 8 Leuten. Äther erhalten. Aber ist natürlich auch sinnvoll. Ich meine, die kosten ja auch Geld. Und ja, irgendwann habe ich eh mein Dream-Team. So. Bin ich jetzt wirklich alleine? Nee. Okay. Dann gehen wir doch mal weiter, würde ich sagen. Huch. You're not dead? Thought I was done for back there. Riku. You're Riku! Hey! You're okay! How you been? Terrible. Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Huh? Oh! That Machina? That was you? Mm-hmm. Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Wait, but you attacked us! Nuh-uh, it's not exactly what you think. Yo! Friend of yours. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna? Lulu? I told you about her, remember?
She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Albed. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, Riku, you look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Wie er dich strafft, das ist so schön. Sir Orin, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. And I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Tja, sowas aber auch. Ist doch eine feine Sache. Ja, Riku ist im Team, alle zusammen die Trophäe. Sie hat schon verraten, was ich gerade sagen wollte. Unser Team ist nun endgültig komplett. Mehr gibt's nicht. Und ja, wir gehen hier durch das Wäldchen. Unser nächstes Ziel heißt Quados Alarm. Das nächste Mal dann bei Let's Play Final Fantasy 10.